diesem Video erklären wir dir den Bewerbungsprozess als Studentin und Student bei EMZ. Hallo, ich bin Stefanie und ich arbeite als Personalreferentin bei EMZ. Ich erkläre dir heute in 6 Schritten den Bewerbungsprozess für ein Praktikum, eine Abschlussarbeit oder ein duales Studium bei uns. Als erstes sendest du eine E-Mail an mich mit deinen Bewerbungsunterlagen. Diese bestehen aus einem Anschreiben, deinem Lebenslauf und weiteren Dokumenten wie Zeugnissen oder Praktikumsbestätigungen. Wichtig ist, dass du immer das Dateiformat PDF für deine Unterlagen verwendest. Nachdem ich deine Bewerbungsunterlagen erhalten habe, schicke ich dir per E-Mail eine Eingangsbestätigung. Ich lese mir dann deine Bewerbungsunterlagen durch und leite sie an die zuständigen Fachbereiche weiter. Dort wird geprüft, ob die Kapazität für Studierende im Team besteht. Ist dies der Fall, rufe ich dich an und vereinbare mit dir einen Termin für ein Kennenlerngespräch. Falls wir aktuell keine Kapazität für Studierende haben, erhältst du eine weitere E-Mail von uns. Behalte gerne unsere Homepage und Social-Media-Kanäle für Stellenausschreibungen im Blick. Bei dem Vorstellungsgespräch werde ich und eine Kollegin oder ein Kollege aus der Fachabteilung dabei sein. Wir möchten dich durch das Gespräch etwas besser kennenlernen. Welche Schulen hast du bisher besucht? Was machst du in deiner Freizeit? Und warum möchtest du Teil des EMZ-Teams werden? Nach dem Kennenlernen mit dir tauschen wir uns im Team nochmal aus und melden uns danach per Telefon bei dir mit unserer Entscheidung. Jetzt hast du einen Überblick über den Bewerbungsprozess bei EMZ. Solltest du noch Fragen haben, wende dich gerne an uns. Wir freuen uns auf deine Bewerbung.